zu mir, Johanna. Ich hab's genau gesehen. Du hast dich gefreut. Sei dir gegönnt. Drei Herren sind noch da, drei Geschichten. Lösen wir auf. Erik ist Sex nicht so wichtig. Juri singt ehrenamtlich im Altenheim. Sino ist 2 Monate am Stück fast immer das Gleiche. Ich gehe zu Erik. Also, das ist ja sehr schwammig. Jetzt, damit wir das einordnen können, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10. Also 10 ist wow, ganz viel Sex und 1 ist so gut wie gar kein Sex. Wo würdest du dann Sex im Verhältnis in der Beziehung einordnen? Wie wichtig ist dir das? Naja, vielleicht so bei 4 bis 5. Ja, deswegen ist es... Das wäre aber auch schrecklich, wenn man jeden Abend muss. Ja, furchtbar. Würdest du das ähnlich einordnen, 4 bis 5? Mal eine 4, mal eine 8, mal eine 0, mal eine 10. Ja, bei mir wäre es irgendwas zwischen 12 und 15. Sino! Was isst du gerade aktuell die ganze Zeit und jeden Tag und immer? Also bis, sagen wir mal so, bis vor 3 Tagen waren es 2 Monate nur Pommes. Pommes, Mayo, Zwiebeln. Aber da brauchen wir Vitamine, ich will gar nicht so lange, aber man braucht doch auch Vitamine und irgendwie... Ja, Sushi kam davor, ich meine, da sind doch Vitamine... 2 Monate drin. Sushi? Geld hat er, also Kohle hat er. Eins, zwei, drei. Wir machen weiter mit Runde 3. Hier sind 3 neue Vollverschossen-Fakten. Bitteschön. Hat eine Ratte namens Heino. Steht auf Mangas. Steht in der Woche freiwillig um 4.50 Uhr auf. 4.50 Uhr wird wahnsinnig. Okay. Hat eine Ratte namens Heino. Finde ich interessant. Ja, oder? Ja. Könnte ein Albino-Ratte sein. Habt ihr ein Foto davon? Sag mal, das ist doch mein Part. Ja, haben wir. Wie und wie gemeint. Ja, hier ist das Foto. Bitteschön. Oh. Kein Albino. Ist die süß, oder? Ja, die ist wirklich süß. Mangas. Stehst du auf Mangas? Das sind doch diese Früchte, ne? Die man so... Nein, das sind die Mangos. Ja. Oh, wirklich? Das war ein kleiner Scherz. Okay. Mangas und Anime ist nicht so meine Richtung. Da würde ein sehr großer Bestandteil von Konversationsmöglichkeiten wegfallen. Ach wirklich? Bist du so literarisch unterwegs, dass du dich darüber unterhalten möchtest? Ja, klar. Ja, okay, gut. Ja, klar. Und steht in der Woche freiwillig um 4.50 Uhr auf. Ja, er ist also verrückt. Nein. Also es ist immer... Na, vielleicht hat er einen sehr detaillierten Tagesplan. Ich find's sehr interessant. Ich auch. Deswegen steht auf Mangas, geht weg. Mangas? Ja. Steht auf Mangas willst du nicht, wir loggen es ein. Steht auf Mangas, kommt nicht in Frage. Wer steht auf Mangas? Er hier. Sino steht auf Mangas. Sino! Haben viele Frauen Angst, dass es bei Männern, die auf Mangas oder Animes dann stehen im Videoformat, dass sie dann auf diese besonderen Eigenschaften bei den Damen, die da oft gezeichnet werden, geht. Also sehr üppige Oberweite, kurze Röcke und so weiter. Ich glaube, das ist oft das Problem. Das war aber nicht dein Problem, oder? Ah, vielleicht doch. Siehst du, ich wusste es doch. Ja, ja. Na, dann war es doch die richtige Entscheidung, oder? Ja, ich denke schon. Ja. Ich denke auch. Gut, dann machen wir jetzt kurz den Prozess. Meine liebe Johanna, hau auf den Buzzer. Gute Reise. Gute Reise, Sino, sagt sie. Mach's gut. Tschüss, Sino. 1. Komm nach vorne, Johanna. Sino, hast du abgeschossen? Sino, hab ich abgeschossen. Hätte ich das gerne als Comic gesehen. Als Manga, weißt du, wieder so abfliegen und so weiter. Hat ja schon die Pose. Ja, ja, wie super, Sino. Okidok, 2 Männer sind noch übrig. Wir sind kurz vorm Finale. Aber vorher lösen wir natürlich noch auf. Bitteschön, die 2 Geschichten waren noch übrig. Erik steht in der Woche freiwillig um 4.50 Uhr auf. Und Juri hat eine Ratte namens Heino. Erik, bist du völlig... wahnsinnig geworden. Warum stehst du um 4.50 Uhr auf? Naja, erstens, weil jetzt auch ein gewisser Muss ist. Also ich bin ja in der Firma meines Vaters angestellt. Und ja? Was ist das für eine Firma? Eine Bäckerei? Eine Metallbaufirma.
Wieso steht man da um 4.50 Uhr auf? Weil es um 6 Uhr anfängt und ich bin, sage ich mal, ein Mensch, der gerne eine Stunde am Morgen Zeit verbringt, entspannt aufzustehen, sich schön Frühstück zu machen und das auch ein bisschen zu genießen, dass man entspannt in den Tag steht. Frühstück? Für mich ist das ein Mitternachtssnack. Das ist doch kein Frühstück. Okay, alles klar. 4.50 Uhr. Bist du ein Frühaufsteher oder? Ich stehe mal um 7 Uhr auf. Ach, das ist gar nicht so weit weg. 5 und 7? Ja. Kann man schon mal Frühstück machen. Immer noch mehr als 2 Stunden, aber bitte. Juri, du hast eine Ratte, die Heino heißt. Ja, genau. Warum heißt sie Heino? Singt die Ratte manchmal? Ja. Also die macht sehr viel. Also ich habe mit der schon sehr viel geübt. Die kann ganz tolle Sachen machen. Die sind schlau. Ja, die ist sehr, sehr schlau. Die ist sehr schlau. Also die dreht auch mal durch, wenn ich nach Hause komme. Und die isst auch viel und tolle Sachen. Und die ist Die isst auch viel. Das ist eine Ratte, klar. Die frisst alles. Johanna, wir resümieren. Das bedeutet hier, dass wir uns anschauen, welche Geschichten die beiden bislang mitgebracht haben. Mhm. Gucken wir uns an. Erik hat einen afrikanischen Weißbauchigel. Sex ist ihm nicht so wichtig. Dafür steht er aber um 4.50 Uhr auf. Juri liebt Helene Fischer, singt ehrenamtlich im Altenheim mit seiner Ratte Heino. Sag nicht, was es ist, aber hast du eine Tendenz? Du bringst mich durcheinander. Okay, dann guck nach vorne. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Finale. Zwei Eigenschaften. Hier sind sie. Wenn er schlecht drauf ist, hört er Jodelmusik. Ich möchte das eigentlich nicht vorlesen, aber ich habe meine Flöte seit 3 Jahren nicht angefasst. Kannst du mich gleich daran erinnern, dass ich die Redaktion feuer? Dankeschön. Also, Jodelmusik oder Flötenmusik? Ich gehe ja sehr gerne in die Schweiz und da hört man das Jodeln des Öfteren. Ach, okay. Deswegen höre ich das ganz gerne. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich gehe regelmäßig in die Schweiz. Kannst du jodeln? Ich weiß es nicht. Soll ich es ausprobieren? Ja, bitte. Holladiau! Gar nicht so schlecht. Aber die Geschichte mit der Flöte würde ich gerne hören. Das sollte nicht der Grund sein, es drin zu lassen. Wir wollen alle die Geschichte mit der Flöte hören, aber fliegt die Flöte oder der Jodler? Die Flöte fliegt. Die Flöte fliegt. Wir loggen ein, ich habe meine Flöte seit 3 Jahren nicht angefasst. Wer von beiden hat seine Flöte? Also jetzt reicht auch. Wer ist der Mann mit der Ex-Flöte? Wir lösen auf. Juri spielt seit 3 Jahren nicht mehr Flöte. Johanna, geh bitte an den Buzzer. Die Flöte geht flöten. Viel Spaß. Wir verabschieden uns von der Juri. Das stimmt, du spielst leidenschaftlich. Welche Flöte? Querflöte. Querflöte, ursprünglich mal, aber hast seit 3 Jahren keine Querflöte mehr gespielt. Genau. Sehr gut, das wollten wir noch sicherstellen, damit das auch wirklich die Geschichte ist. Viel Spaß beim Fliegen, Juri. Ganz wunderbar. Liebe Grüße an Heino. Okay. Ich bin richtig auf. Liebe Grüße an Heino. Und nimm uns den kleinen Scherz nicht übel, Juri, okay? Nein, alles gut. Ich rede gleich mit der Redaktion. Tschüss. Tschüss, Juri. Da ist uns einer flöten gegangen. Und hier ist Erik, dein Date. Juhu. Ich hoffe, Juri bläst uns nicht den Marsch. Stell dich neben Erik, Johanna. Hi. Ah. Toll. Ich hab's eben gesehen. Ich habe eben eure Blicke gesehen. Als klar war, du bist das selbst. Ich hab's genau gesehen. Die hatte ich nicht mehr aus dem Auge. Du hast auch so angeguckt, so fast gestielt. Das sah toll aus. Haben wir getroffen? Ja. Inhaltlich natürlich, aber auch sonst? Ja, also ich war auch sehr erstaunt, dass das Jodeln auch gepasst hat. Da hätte ich gedacht, dass ich gleich fliege. Ja, manche hören Rammstein, die anderen jodeln. Das ist so. Jeder hat so seine persönlichen Präferenzen. Bist du glücklich? Klar, ja. Sonst hättest du dich nicht so entschieden. Oder? Ich habe ja bereits einen Blick auf ihn geworfen. Also doch. Also doch. Zwei Umschläge. Zwei mögliche Dates. Dein Lieblingsdate, haben wir herausgefunden, ist essen gehen. Ganz in Ruhe, gemeinsam, zu zweit essen gehen. Sehr schön. Und er wünscht sich als Date Kaffee trinken und einen Waldspaziergang.
Also zwei Kaffee, ein bisschen Wisser was. Ihr geht erst Kaffee trinken, macht einen Waldspaziergang, danach geht er essen und wir machen alles. Alles klar? Sehr schön. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Schickt uns Fotos, schickt uns Videos vom Date. Wir wollen wissen, wie es war, okay? Wunderbar. Erik und Jana. Liebe Zuschauer, das war's für heute mit Voll verschossen. Sollten Sie zu Hause noch Single sein und gerne mal sehen, wie es auf dem Mond so aussieht, bewerben Sie sich doch. Oder noch besser, Sie haben Ihr Traumdate bei uns gefunden. So oder so, ich freue mich auf Sie. Ob als Zuschauer oder als Single. Bis bald, bis zum nächsten Mal bei Voll verschossen. Tschüss!